Hallo Leute, weiter geht's mit einem neuen Projekt. Und zwar ist das Hoshi no Kirby 2. Oder auf gut Deutsch, Kirby's Dream Land 2. Ja Leute, ihr seht, Kirby's Dream Land 2. Wir haben das Spiel schon einmal zusammen gespielt, also ich hab's schon mal Let's Play besser gesagt. Und ich halte eigentlich nicht viel von Let's Plays. Aber ich finde, dieses Spiel hat es verdient und zudem bin ich auf das Spiel gekommen wegen folgendem Grund. Ja, ich habe mir vor ein paar Tagen dieses schöne Spiel hier gekauft. Original Kirby's Dream Land 2 auf Japanisch mit Originalverpackung, mit Spielanleitung, mit alles. Und ich fand das so episch, dass ich mir dachte, komm, spiel das Spiel halt noch einmal durch, aber die japanische Version. Es ist zwar alles genau dasselbe, aber was soll's, es ist Kirby, es macht Spaß. Deswegen werden wir das auch jetzt tun. Mit dem schönen Startbildschirm auf Japanisch. So, wir nehmen... Wir nehmen den dritten Speicherstand und beginnen. So, wunderschön in Farbe. Oh, ich liebe das Spiel, Leute. Echt, ich liebe es. Ist so wunderschön gemacht. Ich glaube, das ist mein Lieblings-Kirby-Spiel überhaupt. Ich mag es sogar noch ein kleines Stückchen mehr als Kirby's Adventure, weil auch schon das ein super Spiel ist. So, wir beginnen. Und der erste Gegner. Nam, 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 nam. Und bams. Ja, wer kennt Kirby nicht, ganz im Ernst? Aber was ich mich jetzt gerade frage, oder was ich euch frage, besser gesagt, welches Kirby-Spiel mögt ihr am meisten von allen Kirby-Spielen, die man kennt? Ja gut, das Neueste, das herausgekommen ist, ist ja Kirby und der Regenbogenpinsel. Und ich wusste nicht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich möchte es nicht spielen, ganz im Ernst. Die Steuerung finde ich, ich habe selber nie gespielt, ja, gleich mal vorneweg. Aber ich habe ein Let's Play dazu gesehen und ich muss sagen, die Steuerung... Nee, gefällt mir überhaupt nicht. Tut mir leid, gefällt mir überhaupt nicht. Es gibt Leute, denen gefällt das bestimmt, aber wie gesagt, ich... Nö. Einfach nö. So, zack und bums. Aber bevor ich jetzt lange über irgendetwas anderes rede, möchte ich gerne mal über dieses Spiel hier reden. Ich habe keine Ahnung, wann es herausgekommen ist. Sorry, dass ich das nicht weiß. Auf jeden Fall geht es hier darum... Was eigentlich? Ja, hier gilt es, sogenannte Regenbogentropfen zu finden... Und zwar in jeder Welt einen, genau. Ist zwar eigentlich nicht so wichtig, um das Spiel durchzuspielen, aber wenn man das richtige Ending sehen will, sollte man doch die Augen offen halten nach diesen Dingern. Wenn man die nicht alle sammelt, dann kann man das Spiel zwar beenden, genauso wie ich das jetzt gerade das Level beende, aber... Bam! Und... Yes! Gleich beim ersten Mal, perfekt. Ja, wenn man das nicht tut, dann kriegt man zwar einen Endkampf, aber... Nicht den richtigen. Ja, kennt man doch. Fragezeichen, Ende und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Also, wir sammeln diese Regenbogentropfen ein. Ah, bams. Und Gegner besiegen. Bam, und Gegner besiegen. Ja, eigentlich diese Gegner hier, die laufen nur herum und tun uns erst etwas, wenn wir sie berühren. Aber von alleine würden sie nichts tun. Und Kirby tötet sie einfach. Besonders dieses süße Hühnchen hier. Muss ich leider auch töten. Es gibt Punkte. Punkte sind zwar nicht wichtig, aber was soll's. Das Spiel verlangt das von uns, also tun wir das. So, hier durch. Und erster Mini-Boss, könnte man sagen. So. Mal sehen, ob ich die noch irgendwie hinkriege. Ich hoffe doch. Komm schon. So, geht schneller so. Bams. Ja, ich darf mich auch mal treffen lassen. Dann sieht man das auch mal, wie das geht. Es ist schade, dass ich jetzt die Fähigkeit nicht mehr habe, aber... Damit kann ich leben. Und hier haben wir Rick den Hamster. Ein sehr, sehr süßen Hamster, wie ich finde. Aber ich möchte diese Fähigkeit eigentlich nicht behalten, sondern ich brauche die hier. Und ihr werdet gleich noch sehen, weshalb das so ist. Ich glaube, ihr seht es erst im nächsten Level, glaube ich. Bin ich nicht mehr ganz sicher, aber... Ich bin mal so frei und sage, im nächsten Level. Ha! Ja, Rick, seine Besonderheit ist... Weiß ich gar nicht. Doch, er rutscht, glaube ich, nicht auf dem Eis... Und ansonsten weiß ich nicht. Außer er ist süß. So, mit Rick schaffen wir das bestimmt. Auch noch, jawohl. Zwei Leben. Und ich bin echt gespannt, wie viele Leben ich in diesem Let's Play zusammenkriege. Ja. Weil das Spiel ist nicht sonderlich schwer und man kriegt echt viel Leben zusammen. Ja, muss man wirklich sagen. So, wir sind hier schon im dritten und letzten Level. Der ersten Welt. Und ich muss jetzt gar nicht alle Gegner töten, habe ich festgestellt. Dauert auch zu lange. Und wie gesagt, es muss nicht sein. Ein bisschen Pazifismus kann Kirby auch benutzen, ja. Aber im Großen und Ganzen, was im Weg steht, wird weggehauen.
So, hier hoch. Dann hier rein. Nee, den kleinen Stern hätte ich mitnehmen wollen. Egal. Wenn man unten die Leiste voll hat mit allen Sternen, dann kriegt man ein Leben dazu. Ja, mehr auch nicht. Also nicht so wild. Küken, geh weg, ich will dich nicht töten. So. Und hier sind wir schon beim ersten Geheimnis. Ein Regenbogentropfen. Diese Steine hier, die sind etwas Besonderes. Es gibt 6 oder 7 Arten, glaube ich, von verschiedenen Steinen. Und für jede Art von Stein benötigt man eine neue Fähigkeit, um die kaputt zu machen. Bei diesen hier ist es explizit der Schirm, passt auf, Bams, kaputt gemacht und nun können wir den Regenbogentropfen einsammeln. Ja, Kirby freut sich, Rick freut sich, alle freuen sich, ich freue mich, ihr hoffentlich auch. Und wir können das Level beenden. Bam. Das war beinahe ein bisschen dumm von mir, aber... Naja, ich mache oft dumme Dinge und deswegen... Ja, genau, das war auch dumm. Aber, wie gesagt, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Bams. Ja, ich mag die Schirmfähigkeit von Rick eigentlich nicht so besonders. Aber wir brauchten sie ja bis eben, nicht wahr? Und deswegen haben wir sie auch noch. Ich glaube, hier muss ich oben lang gehen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist so. Und wir beenden das Level. Bam. Na gut, der Sprung war nicht so gut. Macht nichts. Wieder ein Leben dazu gekriegt. Und nun steht uns schon der Endboss dieser Welt bevor. Tun wir so gleich. Und wie könnte es anders sein, der erste Endboss aus diesem Spiel ist... Wispy Woods. Kennt man aus diversen anderen Kirby-Spielen. Aber, naja. Mann, ich besieg den so, komm. Dauert mir zu lange. Ich wollte ihn jetzt mit dem Schirm erledigen, aber... Dauert mir dann doch zu lange. Oder ist zu mühselig. So geht's viel schneller. Und tot. Sehr schön, das ging schnell. Und alle Kirbys freuen sich. Wir sammeln den Warpstern ein und fliegen mit Rick zusammen in die nächste Welt. Aber bevor wir das tun, gehen wir nochmal zurück in die erste Welt und sehen, da wo der Endboss war, ist jetzt eine Krone mit einem Stern. Wir wollen nochmal hier reingehen, denn dann kommt ein Bonusspiel und das wollen wir doch gleich mal versuchen. Los geht's. Hier geht es einzig und alleine darum, nicht von diesen Äpfeln getroffen zu werden und alle Sterne einzusammeln. Ja, ist bei diesem Boss jetzt noch nicht so schwer, bei anderen Bossen ist das ein bisschen problematischer, aber hier dürfen wir das noch locker hinkriegen. Ja. Bam, wir sehen, wir können den Gegner auch nicht verletzen, gar nichts. Wir können bloß die ganzen Äpfel aus dem Weg räumen, damit wir nicht getroffen werden. Alles andere erklärt sich von selbst. Ich muss alle Sterne einsammeln, wie gesagt, um das Ganze auch wirklich zu schaffen sozusagen, ja. Ansonsten wäre das halt nicht erfüllt, wenn ich einen Stern auslassen würde. Und wenn ich dieses Spiel hier einmal gemacht habe, dann wird die Tür geschlossen und ich kann es erst wieder betreten, nachdem ich, glaube ich, ein anderes Level beendet habe. Ich glaube, so war's. Aber wir haben 2 Leben eingesammelt, heißt, wir haben alle Sterne gekriegt und perfekt! Wieder ein Leben. Und durch diese Tatsache haben wir die erste Welt zu 100% und definitiv geschafft. Heißt für uns, wir können in die zweite Welt gehen. Ah, dieses Spiel ist so schön, Leute, ganz im Ernst. Und hier haben wir einen großen Wald. Und hier wohnt die Eule. Ich mag diese Eule, ganz im Ernst. Seit Kindheitstagen. So, hier ein schönes, sattes Grün der Welt. Und weiter geht's. Bams. Neue Gegner. Aber auch die. Kein Problem für Kirby und Rick. Das dynamische Duo, keine Ahnung. Alles im Lot. Bams. Da kommt ein Schirm. Will ich den Schirm haben? Nö, eigentlich nicht. Ich hoffe doch, dass ich den jetzt nicht brauche. Ich überlege gerade, was ich für eine Fähigkeit benötige, um den zweiten Regenbogentropfen einzusammeln, aber... Nee, ich glaube, den kann ich gar nicht direkt einsammeln. So, den Gegner hier. Bam, töten. Und hier kommt Kuh, die Eule. Hallo Kuh. Miaum. Und erst vor kurzem habe ich meine Freunde darauf gebracht, warum erst das Ding Kuh heißen könnte. Ja, weil eine Eule, ihr wisst schon, Kuckuck, Kuckuck. Ja, könnte doch sein. Bin ich als Kind nie darauf gekommen, aber es macht sogar Sinn. Muss ich zugeben. Und wie gesagt, den Regenbogentropfen, den kriege ich nicht beim ersten Mal. Fällt mir gerade ein. Der müsste eigentlich in der zweiten Welt sein. Aber ich glaube, ich kriege die Fähigkeit erst am Ende. Moment, ich möchte den Bumerang haben. Erst am Ende der zweiten Welt. Ich glaube, das war so.
Bam. Und hier haben wir den tollen Bumerang. Warum nehme ich den Stern nicht mit? Möchte ihn haben. Njom. Und Level beenden. Mit der Eule Kuh. Bam. Reicht das? Ja. Nächstes Leben. Nummer 10. Sehr gut. Auch die Musik ist schön. Wirklich alles in diesem Spiel ist schön. Wirklich alles. So, und hier unten, glaube ich, ist schon der Regenbogentropfen. Und wir werden gleich sehen, was wir benötigen. Diese Steine hier, wir können es testen, gehen nicht mit dem Bumerang kaputt. Dafür brauchen wir die Igelfähigkeit. Die haben wir bisher noch nie gesehen. Deswegen können wir hier einfach mal weiter wärmsen. In diesem, ich sag mal, Raum gibt es die noch nicht. Hier oben noch einen Stern mitnehmen. Warum nicht? Kann man immer gebrauchen. Kleine, süße Sterne, ja. Sind im Nintendo-Universum ziemlich begehrt, offenbar. In wie vielen Spielen gibt es Sterne? Okay, so viele fallen mir jetzt zwar nicht ein, aber Mario, das ist doch das beste Beispiel. So, wo gibt es jetzt diese Fähigkeit? Ich glaube, hier. Jeden Moment, glaube ich. Nee, hier auch nicht. Ah, geh weg. Geh weg. Ich mag diese Viecher nicht. Nee, da auch nicht. Sie müsste, wie gesagt, jeden Moment kommen. Dann hätte ich gerne was zu trinken. So, was zu essen auch gleich. Da, die Igelfähigkeit. Nimm sie mir nicht gleich weg, du blödes Ding. Und bam, bam, bam. Eigentlich ist das die perfekte Fähigkeit für mich. Weil meine Lieblingstiere sind Eulen und Igel. Somit eigentlich perfekt. Ja. Wunderschön. Wir befreien mal den armen Spikey hier, damit er auch mal ein bisschen was sehen kann von der Welt. Diesen hier auch gleich. So, warten bis wir rein können und beenden dieses Level. Und verdammt. Aber wieder ein Leben durch die volle Reihe an Sternen. Tiet. Perfekt. Und wie gesagt, wir gehen jetzt gleich nochmal hier rein, um uns den Regenbogentropfen zu holen. So, hier hin. Zack. Und eingesammelt. Sehr schön. Und hier können wir jetzt einfach so, zack, das Level beenden. Und ihr seht, alles ist quasi auf Englisch angeschrieben, obwohl es die japanische Edition ist. Ja, auf Deutsch, Japanisch, scheißegal. Überall wird Englisch im Spiel selber verwendet, ja. Finde ich eigentlich ziemlich praktisch. Nur der Titelbildschirm ist wirklich definitiv anders. Moment, ich nehme den Schirm mit. Weil der Schirm ist übel krass mit der Eule. Zack. Ja, wie gesagt, nur der Titelbildschirm sieht anders aus hier als von dem Let's Play, das wir schon kennen. Aber was soll's. Ich fand das japanische Spiel extrem cool. Ich musste es unbedingt kaufen und ja. Nein! Verdammt. War ich das unvorsichtig? Naja. Bisschen vorsichtiger spielen vielleicht. So. Und hierhin. Ein Schirmgegner. Njom. Wir bekämpfen Schirm mit Schirm. Es dauert ein bisschen lange, wenn man die Gegner so mit einer Fähigkeit besiegt. Schneller gehen würde es, wenn man diese Sterne einsaugt, die die Gegner einfach fallen lassen. Oder in diesem Fall diese Art Gegner. Dann könnte man sie mit ungefähr 5 oder 6 Treffer besiegen. Aber so dauert es ein bisschen länger. Aber halb so wild. Wer kommt hier? Aha. Hallo, Vieh. Ich glaube, das ist, Ghoul oder Ghoul oder irgendwie so heißt das Vieh. Ich weiß es nicht mal genau. Aber, nee, ich glaube, das ist noch nicht wichtig. Aber eine Abart von diesem Vieh wird noch wichtig sein. Ich werde euch dann das sagen, was ich meine, wenn es soweit ist. So, nehmt den Stern mit, Kuh. Bitte, ja. Njom. Njom. Ist da drüben auch noch ein Stern? Ich glaube nicht. Nö. Trotzdem überall nachsehen und runter und weiter geht's. Weiter geht's. Liebe Eule, nett sein. So, und hier können wir einfach durchwämsen hier. Gibt's hier oben vielleicht noch was? Oh nein, oh nein, oh nein, dieser Gegner ist kacke. Der würde unseren Freund instant killen. Instant, ja. Der verfolgt uns eine Weile, wenn wir nicht schnell genug sind. Und wenn der uns trifft, wie gesagt, dann wäre unser Freund, in diesem Fall die Eule, am Arsch. An Kirby tut er nichts, aber unseren Freund, den tötet er instant. Tüt, wieder ein Leben gesammelt. Und schon erwartet uns Boss Nummer 2. Kleine, süße Wildschweine. Und wir müssen das Große treffen, um den Boss schlussendlich zu besiegen. Die Kleinen sind nur Deko. Ja, auch ein bisschen brutal. Aber was soll man machen? Zack, zack. Nochmal treffen, jawohl. Und nochmal treffen vielleicht. Nö, diesmal nicht. Zack. Dann kommt sie hier.
Ah, wir machen viel zu wenig Schaden, so habt ihr gemerkt? Nein, ich möchte den Schirm nicht mehr haben. Bams. Und bams. Nein, das war auch dumm. Ja, sie wehrt aber ziemlich gut ab. So, ihr seht, es gibt viel mehr Schadenspunkte, wenn wir so angreifen. Ja, das war dumm. Macht aber nichts. Ja, mit der Eule ist jetzt dieser Kampf vielleicht nicht unbedingt am besten zu lösen, aber ihr seht, es geht auch. Diet. Sehr schön. Wieder eine Welt fast geschafft und wir könnten zur dritten Welt reisen. Tun wir aber wieder nicht. Wir betreten dieses Level hier nochmal, oder diese Welt, und versuchen uns mit der Eule am Bonusspiel. Ich glaube, ohne Eule wäre das fast einfacher sogar, aber wir werden sehen. Ja. 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 Nein! Ja, ein bisschen Konzentration brauche ich hier. Ansonsten schaffe ich das nicht. Nein! Ah, verdammt. Ihr seht, was ich meine. So. Egal. Mit der Eule nicht ganz so leicht, wie gesagt. Macht aber nichts. Wir spielen einfach mal weiter. Hier nämlich. Und sehen bald unseren dritten Freund. Nams! Einfach im Mund des Fisches verschwunden. So, aber wir nehmen zu Beginn natürlich noch die Eule mit. Warum auch nicht? Vor allem jetzt in diesem schönen Blauton. Sieht schön aus. Sieht wunderschön aus. Bam. Mein Stern. Pschium. 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 So, hier oben kann uns so gut wie gar nichts passieren. Ja, ich sag absichtlich so gut wie gar nichts. Oh, Steinfähigkeit habt ihr auch noch nicht gesehen. Und bam. Kirby wird zum Stein und rollt an solchen Schrägen wunderschön hinab. So, hier oben ist noch ein Stern. Nehmen wir natürlich mit. Und gehen weiter. Unsere Eule ist zum Fliegen gemacht und nicht zum Schwimmen. Bam, tot. Das mitgenommen. Und uns hier einen Weg hindurch bahnen. Bums. Nee, Fisch, geh weg. Nochmal ein Stern, perfekt. Was zu trinken, brauchen wir nicht. Ich hätte es auch nicht gekriegt, ich gebe es ja zu. Ich will die Fähigkeit nicht mehr haben. Hier durch. Ja, und hier können wir natürlich unter Wasser auch keine Gegner einsaugen, weil... Ne, ist ja logisch. Da wird Kirby ja nur Unmengen an Wasser schlucken, aber er kann immerhin Wasser spucken. Immerhin etwas, um sich zu verteidigen. Brauchen wir aber nicht. Wir beenden das Level hier. Und hoffen auf ein neues Leben. Nicht ganz. Maxi-Tomate, die uns voll heilen würde... Ist auch nicht zu verachten. Ja, ist schön. So. Aber für den Moment würde ich sagen, Kuh, vielen Dank, bis gleich. Ich lasse sie mal ein bisschen alleine herumziehen, um ein bisschen die Gegend zu erkunden. Gehe zurück in Welt 2, um hier das Bonusspiel nochmal zu versuchen. Ja, wie gesagt, man muss nur ein Level beenden und dann kann man das wieder betreten. So, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen leichter mit Kirby, als mit der Eule zusammen. App. Zack und zack und zack und zack. Ja, bisher geht's. Das da und das da und das da und das da. So, und noms. Noch was zum Essen mitgenommen und geschafft. Ja, mit Kirby alleine ist das kein Problem. Überhaupt kein Problem. So, wir reisen wieder in Welt 3 und... Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem ersten Part von Hoshi no Kirby oder wie gesagt, Kirby's Dream Land 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Macht's gut. Tschüss.